Loot-Bonus, Bonus, Boss-Bonus, ja, kann man. Fühl ich! Hübsch weich geklopft, siehst du ab. Oh, was haben wir denn hier? Sie haben uns dann ursprüngliche Erze, aber ich muss mich anderen Aufgaben mitnehmen. Bleib doch hier, du Lappen. Suche nicht nach mir. Wenn die Zeit reif ist, werden wir uns wiedersehen. Auch wenn die Vorfreude für dich hier unerträglich sein mag. Bis zum nächsten Mal. Die andere. Mach's gut, Madame Butterfly. Ah, nee, Königin Butterfly war das. Die hat uns gute Dienste geleistet. Und schon wieder Pipi machen. Sekunde. Gib mir eine 10 Sekunden. Daniel und ich gemacht, letztes Mal gemacht haben wir auch ganz cool. Da haben wir, ich habe hier noch einige Yu-Gi-Oh!-Karten. Und da haben wir einfach zwei Decks draus, beziehungsweise die haben wir einfach halbiert. Sozusagen, wir haben alle Decks, alles, was ich habe, haben wir zusammengesetzt. Das waren, glaube ich, knapp, ich weiß nicht, 200, 250 Karten. Neuer Dämon unterworfen und Waffen. Neue, oh. Ja, den Zugdämon, den fühle ich persönlich nicht, aber die Waffe sieht gut aus. Mond von Marekala. Aber ich denke mal, ich bleib dabei. Haben wir so zwei Decks draus gemacht, oder beziehungsweise die zwei aus den Karten zwei Stapeln, und jeder konnte sich aus den Karten Stapeln machen. Und haben dann gegeneinander gekämpft, sozusagen. Duelliert. War ganz lustig. Ah, auch eine Jean schon wieder. Also die Passage mit ihr mag ich jetzt nicht. Auch wenn ich jetzt mal gerne öfters mit ihr gespielt hätte. Wir kennen die Skills. Centipede Wither.
John Spy Action. Okay. Ich meine, an sich haben sie sich mit dem Intro viel Mühe gegeben. This one man is supposed to be our savior. It's not that simple. Although, you know what? Maybe it is. Back home, research into parallel worlds was pretty advanced. And before long, we proved they existed. We figured out how to contact them, then got in touch with a top secret organization here. And with Dr. Sigurd, the head of the organization, we found out about Chaos Gears. And with his help, we can use the Chaos Gears to break into the Alphaverse. That's why you made the trip here. What exactly do you need him to do? And why do you put so much faith in him? Dieser Lümmel. Well, he and Singularity are easy. Now, good night. Ich hab keine Ahnung, was das gewesen ist. So. Irgendwie hier runter. So, das Tor hier auf. Au. Leck mich! Oh, ist das gemein. Ach man, diese Passagen. Ich mag die nicht. Ich mag die wirklich nicht. Zurück.
Au. Bestrafen wir den mal. Ja, ein bisschen hart die Bestrafung, aber ja, bei der Jan gibt es halt nur One-Way-Tickets. Da darfst du einmal ran und danach kannst du nicht mehr. Und wenn man mit der Jan im Team wird, dann stirbt man an abgenutzten Beckenknochen. Fernsehenthusiasten werden diesen Joke verstehen, sofern sie Futurama geguckt haben. Stimmt, bei Futurama war das. Wo sie auf dem Planeten von Amazonien gelandet sind, wo keine Männer rein dürfen, nur riesige Frauen. Und dort haben sie Dingsbums. Dann sind sie unerlaubterweise notgelandet. Und die Jungs mussten halt sterben. Tod. Tod durch Snoo-Snoo. Woran sind denn die vorherigen Besucher der von Amazonien gestorben? An abgenutzten Beckenknochen. Und ja, die haben das halt Snoo-Snoo genannt. Die muss auf dem gesamten Planeten alle... Ja, die waren halt für den... die zwei oder drei Jungs waren halt für den... Fortbestand... die Fortpflanzung gesehen und mussten halt ununterbrochen sich fortpflanzen, bis sie halt sterben. Und daher die abgenutzten Beckenknochen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die Folge war lustig. Weil der Bender halt natürlich wieder alle verarscht hat. So, hey, das, die Bestrafung geht doch nur für diese Männer hier, für diese Vollidioten. Ich bin ein Roboter. Und hat er sich dann halt in den Schritt gebockt. Seht ihr? Keine Genitalien, nur Metall. Und der große Vibe-Buter sozusagen von Sonja hat dem halt zugestimmt. Weil weibliche Roboter ist nicht Roboter, sondern ein Vibe-Buter dort. War komisch. Aber lustig. Hättest du das nicht vorher machen können, du scheiß Kater? Grinsekatze. Just great. Glad Bayonetta wasn't here to see that. Gut, dass Bayonetta das nicht gesehen hat. Du hast nur 9 Leben, Kitty. You've got 9 lives, Kitty. Herrlich. Ach ja. That wolf dude's here too. Better find Luca quick. Ich finde es halt schade, dass man viele Plot-Twists einfach nicht versteht aktuell, weil es halt keine Erklärung gibt. Und zum Beispiel, was in den ersten zwei Teilen hat man wenigstens noch gesehen. Das hat zumindest Luca verraten, was er halt will. Oder auf, was auf der bei was er auf der Spur ist. Aber sag mal, ist es jetzt ein Soundbug? Okay.
Au. Au. Perfekter Block ist Hexenzeit. Sag mal. Ist das... Was war? Was macht da diese komische... dieses komische Flattern? Nein, werde ich nicht machen. Okay. He's close. I can feel it. What's up with this door? Is it broken? Maybe. Frage ist, muss ich die öffnen? Also muss ich die öffnen oder nicht? Das ist die nächste Frage. Ach, das ist so ein Ding. Nee, nicht mit Viola. Das ist sowieso nur irgendwie... Einfach nein. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Ich weiß, wo ich lang muss. Die Frage ist nicht. Die Frage ist eher, was muss ich machen, damit das Ding aufgeht? Und warum habe ich so viel Leben verloren? Fragen über Fragen. Hä? Warte mal. Sonst auch wenn du rennst, du Eule. Och. Okay. Das war's aber nicht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich hier hingehe. Am Arsch ist Duster, ey. Wieder mal 5 Minuten überlegen, ohne dieses Flattern? Nein, ne? Herausforderung, dafür bin ich zu schlecht. Wenn du weißt, dass du kacke bist, dann lass es doch gleich. Yay. Aber wie kriege ich diese verfickte Wichstür auf? Dagegen scheißen oder so? Nö, aber alles kaputt machen können wir.
Gut, verstehe ich jetzt nicht. Ich nichts verstehen. Außer ich muss da doch hoch irgendwie. Das glaube ich aber nicht. Bin ich ehrlich? Oh, dieses Hubschrauberflattern im Hintergrund. Irgendwas sagt mir nein. So, die Frage ist, wie komme ich da A, sonst hoch? Und B, wie weiter? Dubussy, du musst der Dubussy blasen wie Waldi. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Blöder Golem, komm jetzt her, du Klogeburt. Sag mal, will der mich verarschen? Ich wette, mit dieser Golem hat nichts zu tun. Mit dieser Kacktür. Da verwette ich mein dritten Hoden. Warum war mir das klar? Warum war mir das so klar, dass das alles nichts miteinander zu tun hat? Hä? Warum kriege ich das nicht auf? Was ist da hinten? So. Brauche ich dafür einen Schlüssel? Ja, aber das hat doch bestimmt auch wieder nichts mit Dingsbums zu tun. Oh, kack mir doch ins Hemd, ey. Ich muss doch einfach nur weiterkommen. Mein Rasaf ist heute fertig geworden. Dann kannst du ja mal voll wie so ein Affe voll durch die Gegend rasen, oder? Der Gute wird zum rasenden Affen. So einen haben wir doch eben gerade mit unserer Queen Butterfly besiegt. Oder nicht? Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich so einen komischen Schlüssel finde. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Wie habe ich denn beim letzten Mal diese Kack-Tür geöffnet? Warte mal. Oh, ja. Ich habe nichts gesagt. Dazu habe ich doch schon mal nein gesagt. Kannst du mal sehen, wie confused das ist. Ich meine, von da kam ich doch, oder nicht? Was? Ginunga ab, die Chaoskluft. Okay. Think so.
Muss gleich mal speichern. Ich habe nämlich, glaube ich, einen Soundbug. Außer wenn der jetzt aufhört. Hört er nicht. Ich hoffe, ich muss den ganzen Kram nicht neu machen. Weil das hörte sich nicht an wie irgendein Hintergrundsound. Bastelst du nicht eher ein Epitaph anstelle von einem Rasaf oder was meinst du? Ich dachte, du hättest schon so viele kompetitive Pokémon fertig gemacht. Ich habe nicht so viel Zeit in Pokémon. Investieren würde. Könnte ich fast jedes Pokémon irgendwie kompetitiv haben oder fast. Nee, tatsächlich habe ich nicht so viel gezüchtet. Okay. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie fast eine Box voll. Ich meine, ein bisschen was könnte ich noch machen, aber ich sehe halt keinen Sinn und ich sehe halt keinen Mehrwert da drin. Schild hat mich jetzt nicht so gerissen. Legenden Arceus halt auch nicht. Dementsprechend muss ich halt gestehen, Epitaph habe ich schon, aber Rasaf hatte ich noch nicht. Plus den Karmesin im Buff enthalten. So, wunderbar. Okay. He's close. I can feel it. Ja, alter Hundi. Ich finde es halt schade, dass ich Viola nicht in irgendwelche Tiere verwandeln kann. Also, blocken kann sie.
Jetzt weiß ich auch wenigstens, wie ich die Hexenzeit mit der benutzen kann. Gut, züchte hauptsächlich für andere Gems. Ich nehme an, meistens. Ich wette mit dir das meiste für Schild. Eigentlich müsste ich mir mal. Au. Ah, doch, diese. Ah, das ist die coole Passage. Die Wüste also auf mich abziehen, oder was? Klar! Also ich habe den Stiefel noch nie so schnell ausgezogen bekommen. So viel Sand kriegt man auch nicht in so einen Stiefel rein. Ach, Viola. Du hast nicht einfach, Mädchen, hm? Come back, Cheshire! Oh, well, that didn't das war wohl nix. Bestimmt zu weit weg. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Na, super. Ucinus. Leichte Kampfeinheit. Bring it on. Es ging. Also ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich glaube jetzt einfach mal irgendwo in eine Richtung. Treasure, where are you? Muss ich hier lang? Will ich hier lang? Soll ich hier lang? Darf ich hier lang? Also dürfen ja. Ich glaube, das. Treasure. Are you? Kann nur nach links oder nach rechts. Ich würde sagen, die ist gleich am Ende angelangt. Oh nein. In der Wüste verdursten. Sand is getting literally everywhere. Ich habe den Sand echt überall. Oh nein. Diese fette Katze. So hot. Can't see straight. Berühre in der Wüste dreimal eine Fischerillusion. Könnte für was zu trinken. Eiskaltes Wasser oder ein Eiswürfel. Selbst warmes Würstchen warm machen, Wasser würde ich genießen in der Wüste, aber naja. Aber Hauptsache die Frisur in der Lippenstift sitzen. Das ist wichtig. Just can't.
Ist halt interessant. Ich kann nicht mehr, aber das klappt. Tuba, schwere verdeckte Kampfeinheit. Alles klar, Tuba. Die hatte mega Glück mit dem Skorpion, dass er nicht gestorben hat. Das stimmt, aber nicht jeder Skorpion ist giftig, glaube ich. Haben die es nicht bei Jackass 3D gemacht, wo sie unbedingt Frauen mitnehmen mussten? Die eine hat sich Botox in die Lippen von einem Skorpion stechen lassen. Das war ein ziemlich großer. Alle sind giftig, aber nicht alle sind gefährlich für den Menschen. Okay. So, geben wir dir auch mal ein paar Lollis. Diese Katze hat einen sehr vielseitigen Schwanz. I swear I can't take you anywhere. Mit dir kann man sich echt nirgends blicken lassen. Das sagst gerade du, Viola. Aus wie ein Kanarienvogel. Kann er mehr? Und ist er noch ein Trottel? Oder ein bisschen unbeholfen? Aber Hauptsache viel Leder an in der Wüste. Alter, das rechte Auge. Wie viele Pupillen das wohl hat. Ja, klar. Ja, der Hunger hat ihn das linke Ohr selbst abgefressen. Kann das große Vieh nicht einfach... Muss ich lang.
weiß, wenn ich Wasser spuckt. Schwäche Überraschung? Achso. Finde ich cool. Feier ich gerade richtig. Ja, ich such doch gerade Wasser. War mir klar, dass du sowas immer beziehungsweise meistens feierst. Habe ich beim letzten Mal hier bei dem Spiel auch gefeiert. Alles cool. Wir müssen unsere Wünschelrute also ein wenig benutzen. Nee, dem echt ein Arschloch gegeben? Oh Mann. Welches Kind gibt seinem Kuscheltier ein Arschloch? Ich dachte, der kriegt einen Schwanz oder so. Yay, Wasser in der Wüste. Kurz vorm Verdursten, aber in der Wüste ertrinken. Das wäre mal eine richtig krasse Todesart. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Alter, die Zähne, wie die sich einzeln bewegen. Das hat schon was. Zeit für etwas Magie. Anstelle, dass sie erstmal ordentlich was trinkt, nein, die braucht einfach nur, musste einfach nur runterfallen. Naja. Die ist aber fix auf den Beinen unterwegs. Ja, ich brauche jetzt aber erstmal nichts aus der Hölle. Hallo, das ist wie eine Pflanze. Genau. Aber wir sind anpissen und dann ist gut. Where are you, you mangy psycho? You'd better be okay, Luca. Erst hast du gesagt, wo geht's hin, du komischer Psycho, und dann Damn. Hast du gesagt, it's like a huge river. Better steer clear of that natural wonder. Oh, it's moving pretty fast. Better find a safe spot, quick! Oh, shit! It's pulling me under! Huh.
Och nee, och nee. Hat besser geklappt als gedacht. So. Lass mich los, du Affenkopf! Go. Eine Goldmedaille. Aber warum habe ich so viele Medaillen nicht bekommen? Welche Kämpfe habe ich nicht gekämpft? Ja, ist ja gut, Hundi. Den zähmen wir noch. Diesen bösen Wauwau. Der will einfach nicht spuren. Ja, jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller. Guck mal, der ist am Sterben und du... Ja, easy. Erstmal alles looten. Luca, you okay? Stop. Stop, please. Gerne Erklärung wissen, warum er diese Probleme hat. Well, you're breathing at least. Don't worry, they're all gone. Are you hurt? Can you get up? Stay back! Damn, my head feels like it's cracking open. That voice again. Voice? In my head, telling me to see the truth. There's only one. Warum hat er denn die Version? Das verstehe ich nicht. Boah. Tja, voll emanzipiert, ne? Da wird kein Unterschied gemacht. Hier wird alles geprügelt.
Das war aber nicht gentlemanlike, Luca. Er ist also der Hundi. Blöder Wolf. Gerade gut aufs Maul gegeben. Das blöde Schoßköterchen. Spieß. Genau, die ist noch nicht mal von weit runtergefallen, aber schon ein vertrockneter Blutfleck. Die ist nicht tot, die hat nur ihre Periode dort verloren. Einfach mal mit dem Niesen. Hatschi! Schnell. Ja, Hundi, du bist noch nicht fertig. Kommt davon, wenn man mit dem Fressen spielt. Ja, so verkackt. Jetzt Schappi Allah. Jetzt gibt's nur noch Whiskers. What? Miau mit Flügeln. Blinkes kleines Kätzchen? Hätte ich nicht gedacht.
Ach ja, wann sieht Pokémon mal so aus? Wenn sie schon keine 30, wenn sie schon keine 60 FPS hinkriegen können, dann wenigstens nur eine Grafik. Dann würde man mal wenigstens feiern, aber das Interessante ist, Bayonetta kriegt sie auch hin. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir unter 20 FPS gegangen sind oder unter 30. Aber Bayonetta ist ja auch Sega. Und Game Freak ist halt Nintendo. Das Spiel fühlt sich aber auch an wie 10 FPS. Dieses hier, das geht, finde ich. Ich finde, das merkt man halt nicht so, weil es immer hektisch abgeht. Du bist also abgehauen, um Rotkäppchen zu piesacken, wie vorhersehbar. Was hast du vor, Kitty? You can't. You don't know who he really is. Impossible. Bin mal auf Harvest Moon A Wonderful Life, Story of Seasons A Wonderful Life gespannt, mit wie viel FPS das auf die Switch bringen. Ich meine, es gibt es theoretisch für alles. Ne? Story of Seasons gibt es für PC, genauso wie für... gibt es für die Switch genauso wie für die PlayStation und für die Xbox. Ich weiß nur nicht, welche Version günstiger ist. Meistens die PC-Version. Isn't good enough. And at any rate, I only have three of these. Let me take care of him. I'm in no mood for jokes. Ich bin nicht in Stimmung für Witze. You have to be the one to find all of the chaos gears. Look, I know how you feel. So? But trust me. He means a lot to me too. Er ist ein ziemlicher Trottel und ein Leichtsinniger noch dazu. Hat immer irgendwelchen Ärger am Hals. Und trotzdem schlängelt er sich stets mit seiner Haut und seinen albernen Grinsen wieder raus. Bestimmt auch diesmal. Got that, Kitty. Sir, yes, sir. Shit! Much better. Now off you go. And hey, the name's Viola. Don't forget it. Ob Bayonetta eine gute Mama ist, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Ich habe da eine ganz komische... Also klar, wir haben es ja schon mal gespielt. Ich weiß es ja theoretisch. Aber ob die Bayonetta das jetzt schon ahnt? Ich glaube, ich mache gleich Feierabend. Ich weiß nicht warum. Bayo ist schon, das hat schon das Herz am rechten Fleck, trotzdem, dass sie immerhin auf Badass macht. Das stimmt. Ich habe so das Gefühl, sie ärgert dich gerne, teast immer ganz gerne und genießt es auch, aber es ist kein Arsch. Das ist halt ein Unterschied. Das war auch bei einer Simpsons-Folge ganz gut, wo der Bart versucht hat, sich irgendwie auf bei Nelson rauszuärgern. Weil da gibt es ja auch immer solche Bullies. Und er hat dann immer so gesagt, ja, zu Nelson... Ja, im Vergleich zu den anderen prügelst du wirklich gut, weil du weißt halt, wann es genug ist. Ja, ich meine, früher war es ja auch so, da wurde man ja auch immer manchmal von dem einen oder anderen geärgert, aber man hatte, bei manchen hat man gesehen, die übertreiben es nicht komplett retarded und machen nicht einfach nur fertig, sondern die ärgern dich einfach nur, aber lass nicht in Ruhe. Aber heutzutage wirst du ja echt
Also wenn du heutzutage theoretisch von jemandem aufs Maul kriegen sollst, oder der dir aufs Maul haut, dann hört er ja meistens... Ich weiß nicht, dann hört er halt erst auf, wenn du halt kaputt bist. Früher war es zum Beispiel so, wenn wir uns geprügelt haben, egal ob man den mochte oder nicht. Wenn man am Boden liegt oder so, dann hat man gewonnen und der Käse war gegessen. Aber heutzutage, da musst du halt schon wirklich sterben. Habe ich so das Gefühl. Kann aber auch vielleicht einfach nur mein Dienstbund sein. Bei uns war das auch früher so, wenn wir gemerkt haben, dass jemand körperlich keine Chance hat und so schon Schiss hat vor uns, dann haben wir den auch meistens in Ruhe gelassen und nicht erst noch weiter geärgert und gesagt, ja. Warum kann ich da nicht hin? Ich habe mal eine Frage. Kann sein, dass das jetzt falsch ist? Dass es ein Bug ist? Gut. Wurde früher gemobbt, bis ich mich zum ersten Mal gewehrt habe und zurückgeschlagen habe. Seitdem wurde ich auch nicht mehr gewehrt. Soll so sein, okay. Ich habe keine. Ich habe keine Energie mehr. Ja, man kann es übertreiben. Endlich! Wow.
Super! Très délicieux. Princess, you must not follow. Ihr dürft mir nicht folgen. Is that John? Ist das John und Prinzessin? You must be joking. Ach, Bayonetta, ist auch schön, wenn du das. Ich glaube, die würdest schon genießen, eine Prinzessin zu sein. So sind also die ägyptischen Ruinen entstanden. Ja, ja, das brauchen wir alles nicht. Gehen wir mal weiter. Hier, bei aller Liebe, ich beende Bayonetta jetzt. Ich glaube, ich brauche etwas Entspannteres. Ich weiß nicht, bin ich die ganz... Ganz komisch. Naja, hier. YouTube, mach's gut. Im Stream, wir werden noch ein bisschen hip bleiben.